Ja, und da sind wir wieder in The Ark. Wir dachten uns, wir nehmen euch dieses Mal nicht mit in den Redwood. Wir sind da, haben da noch nicht groß weitergebaut. Ich habe einen Hirsch getamed. Das ist aber auch alles, was passiert ist, nach der Aufnahme. Nein, einen Zaun gezogen habe ich noch. Ein Geländer gemacht. Aber mehr ist noch nicht passiert. Deswegen haben wir da leider noch nicht viel Neues zu zeigen. Aber wir dachten uns, da wir jetzt das Tauchergear haben, nehmen wir euch mal mit in eine der Unterwasserwelten von The Center. Diese sind nämlich teilweise wirklich sehr, sehr beeindruckend ausgebaut mit Ruinen und einer wirklichen, ja, quasi der Ark unter der Ark. Genau, das Underwood-Biom. Und ich persönlich kenne nur eine dieser Höhlen, die hier kenne ich nicht, deswegen haben wir uns erstmal für die hier entschieden. Und ja, ich denke, unsere Vögelchen lassen wir jetzt hier stehen und dann springen wir mal ins kalte Nass. Hui! Wow. Nicht schlecht. Sieht natürlich alles beim Armentier wesentlich schöner aus als bei mir. So, wir können hier weiter runtertauchen. Das ist echt wow. Wir können aber auch hochtauchen. Also hochschwimmen. In so einer kleinen Kaverne rausgekommen, ne? Ja. Das sind nicht viele, aber wir müssen was so sehen. Und jetzt tauchen wir. Ich würde sagen, jetzt tauchen wir mal wirklich runter. Ja. Schön gerade mit der Tagesmusik von Ark. Da unten blinkt irgendwas. Oh ja. Müssen ein bisschen aufpassen. Es könnten hier natürlich auch. Oh, ein Ölvorkommen. Hier könnten Oh. natürlich auch. Dinos vorkommen. Genau, jede Menge fiese Dinos vorkommen. Deswegen sind wir auch natürlich nicht gerade unbewaffnet. Ein Raptorsattel! Siliziumperlen, cool. Ja, das sind Muscheln. Wie komme ich an so passende Werkzeug? Was brauchen wir dafür? Wofür? Ah, okay, gehst du mit der Axt dran oder was? Ne, diese Siliziumperlen, das gehst du einfach Nee, mit nee, ich der. meine mit dem beim Ölvorkommen. Ja, mit der Spitzhacke. Was ist das? Achso, das sind noch mehr Muscheln. Oder komische Weil Steine. ich dachte mir, wenn wir schon mal hier sind, dann nehme ich das Öl zumindest mit. Ja. Das stimmt wohl. Nicht wundern, ich klinge echt gerade wie Darth Vader hier. Mit dem ganzen. Tröste dich, ich klinge nicht anders. Ah, hier vorne ist noch einer dieser Beacons. Dieser ganz besonderen, wo auch teilweise wirklich richtig Was ist das hier? spezielle Trophäen Ach, drin sein können. sind da nicht diese Artefakte drin? Soll ich mal reingucken? Artefakt des Immunen. Gefunden in den Tiefen der Insel. Es kann nur eins davon pro Organismus transportiert werden. Nicht schlecht. Ich bin mal so frei, ich nehm's mit. Ja, nimm ruhig. Wenn man, ich glaube, alle davon gesammelt hat und noch andere Trophäen, weil gibt ja ein paar Dinos, die Trophäen fallen lassen, wie zum Beispiel Sauropoden, also hier Diplodokus, der Titan garantiert auch, und Brontos. Dann gibt lässt T-Rex seine Ärmchen fallen. Ja, schon irgendwie makaber, ne? Ja, sehr. Was gibt's denn noch? Oh, da ist schon dein Cole. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn Bist du noch? gerade? Ich schwimme gerade nach oben. Okay, ich auch. Ach, dieses große Ding ist ein Coal. Nein, das große Ding ist irgendwas anderes. Irgendwas, ich glaube, irgendwas. Keine Ahnung. Okay, wo kommen wir raus? Ah, es ist also wirklich so ein kleiner Durchgang. Ah, da unten ist auch schon wieder so ein Beacon. Ja, ich nenne sie immer noch Beacons. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, die heißen auf Deutsch Versorgungskisten, aber es ist mir irgendwie zu lang. Ja, das sind aber Artefaktkisten, glaube ich. Nee, nur die weißen. Das ist wirklich ein Beacon. Das ist wirklich eine Versorgungskiste. Was ist drin? Was ist drin? Blueprint für grüne Ja, Lederstiefel. Das cool. ist natürlich auch schon eine Steigerung. Ich bin gerade sehr froh, dass hier nur Coals rumschwimmen. Oh ja. Wir sind zwar bewaffnet. Oh, Tatsache, wir sind in einer richtigen Höhle. Oha. Wir sollten jetzt, wenn wir an Land gehen, vielleicht auf das andere Gear, zumindest auf andere Schuhe wechseln. Ich werde auf andere komplett anderes Gear wechseln.
Ich merke gerade, ich habe keinen anderen Helm dabei. Ach ja, das, den habe ich dir ja kaputt geschossen. Genau, ich habe ja noch keinen neuen gecraftet. Ich werde einfach mein Gewehr nehmen und hoffen, dass es nichts Okay, wir haben Spinnen. Spinnen sind nicht schlimm. Ist das Spinnen? Ja, das sind Araneos. Alter! Ich hatte dir übrigens meine Munition ins Inventar gepackt. Ich wechsle mal auf mein Bo und mein. Da ist ein Skorpion da vorne, den will ich auch mal sofort erledigen. Ich wechsle mal auf meinen anderen Bogen. So, komm. Was? Ich höre ein Parasaurus. Ich sehe da drüben noch Spinnen. Ich hoffe, wir sind keine Schlangen drin. Das wäre jetzt Albtraum. Mit dem Armetier in der Höhle. Das ist ein Pilz? Nein, da ist. Oh, da ist ein Dungbug. Ein Dungbeetle? Ist der süß. Oh, ich habe immer noch nicht raus, wie man die tamed. Da hinten sind noch jede Menge Spinnen. Artillerie, Feuer. Artillerie hat getroffen. Artillerie. Feuer. Siehst du das auf meinem Bildschirm? Was ist das? Ich glaube, das ist eine Pflanze. Okay. Ich bleib mal hinter dir. Da hinten ist Eis. Das ist eine Eishöhle da hinten. Echt? Du siehst Eis? Ja, guck mal da. Er sieht oder jede Menge Spinnen. Ist also eher meine Phobiehöhle. Also okay. Bislang. Ist ein Skorpion. Wir müssen aufpassen wegen dem Dungbeetle. Es kann sein, dass wir, wenn wir dem ans Bein pissen, dass der uns auch angreift. Es könnte natürlich trotzdem sein, dass wir hier auch auf Schlangen stoßen. Du solltest nicht vor mir stehen. Ja, ich werde hinter dir bleiben. Da ist eine Schlange. Zwei Schlangen. Oh ja. Sie kommen. Zurück. Drei Schlangen. Oh Gott. Phobie. Einer ist tot. Phobie kommt. Ich hab die zweite. Oh Gott, ey, Alter, diese Phobie geht mir jetzt schon auf den... ganz ruhig, ist alles gut, sind tot. Und selbst wenn, dann hätte ich vor dir gestanden, sie hätten mich angegriffen. Alles in Ordnung. Aber wir müssen halt wirklich aufpassen, die können halt überall hinterstehen. Wie hat man ja gerade gesehen, wir hatten ja... können die auch hinter uns spawnen, das ist das Allerschlimmste. Oh Gott. Ich meine, wir hatten ja schließlich gerade... Die kamen ja hinter dem Stein weg. Wir hatten ja keine Ahnung, dass die da sind. Es könnte sein, dass da ein Eingang ist oder sowas. Dass die da dann gerade rausgekommen sind. Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Oh ja. Oh ja. Diese komischen Tausendfüßler können wir ja auch treffen. Ich glaube, da hinten ist sogar einer. Da? Nee. Ach, das meinst du, was ich da... Es könnte wirklich ein Tier sein. Du gehst vor. Nee, wenn, dann ist es einer dieser Tausendfüßer. Die finde ich so schrecklich gruselig. Die Totenschlangen machen dir keine Angst, oder? Es geht. Gut. Nicht mega creepy. Ich bin nur froh, dass ich eine selber erschossen habe. Meine Finger zittern gerade. Ich bin ein bisschen nervös. Die Schlangen machen mich hierbei nämlich auch ein bisschen zitterig. Ja, weil die mega aggressiv sind. Vor allem, weil die einfach mega echt aussehen. Wo war das Vieh nochmal? Vielleicht habe ich mich doch einfach nur verguckt. Oh, da ist ein Beacon. Pass bloß auf. Und jede Menge Getier. Aber es sieht sehr, sehr nach Spinnen aus. Irgendwas kommt hier. Da ist eine Spinne hinter dir. Alter, wie du die weggeplastert hast. Mega, einfach mega, wirklich. Ich wünschte, ich hätte mehr Munition dabei. Ja, schade, nicht getroffen. Jetzt müssen sie kommen. Oder auch nicht. Nee, die fressen jetzt. Die sind nicht so. Die sind nicht so, hey, du hast meinen Bruder angegriffen. Nein. Die sind dann eher so, oh! Ey, Brudi. Die sind dann eher so, oh! Etwas Süßes! Das Gewehr ist hier unten mega genial. Ich muss aufpassen, dass ich nicht alles verballer. Ja, ich habe auch endlich mal wieder was getötet.
Das Gute ist, wir sollten Tiere immer, dadurch, dass wir Fernkampfwaffen haben, sollten wir immer weit vor uns Tiere erschießen, weil zum Beispiel Schlangen oder so gehen halt auf Beute zu. Beute geht halt immer vor. So können wir die halt quasi enttarnen. Okay. Die sind alle tot. Die hat der Bär alle sorgfältig weggeschossen. Nee, ich will aber jetzt ein bisschen sparsamer sein, um die Waffe für die richtigen Gegner aufzubauen. Was haben wir hier drin? Eine grüne Pike. Das ist jetzt nicht ganz so was Tolles. Die droppe ich einfach mal, ne? Damit das Ding, damit wir sehen, das Ding haben wir. Wenn du sie mitnehmen willst, kannst du sie mitnehmen. Ich nehme sie gerne mit, wenn ich sie finde. Es ist das Kästchen, was da liegt. Ich sehe es gerade nicht. Hier. Ach, da. Weil meine Pike geht nicht bald in den Bach runter. Ja, meine ist auch schon über die Hälfte platt. Wo ist jetzt die grüne Pike hin? Da, Spinnen. Da ist die Armbrust, da ist die Pike. Die normale Pike behalte ich nochmal im Inventar, weil man weiß ja nie. Oh Gott. Geh weg. Weg. Und Viecher. Mir gerade ein bisschen unwohl, weil ich merke, dass meine Armbrust nicht genug Schaden macht und mein Gewehr nur noch 19 Schuss hat. Ich lass dich mal mehr schießen, weil du hast einfach mehr Munition dabei. Ja, mein Bogen ist gut bestückt. Ich kann halt meine Muni nicht eben nachcraften. Ja, ich meine auch nicht. Ach ja, stimmt, das hast du ja auch. Aber ich kann meine wieder einsammeln. Stimmt, meine ist ja da weg, wenn weg. Das ist das Schöne an dem Bogen, deswegen mag ich den so gern. Da ist ein Skorpion. Na komm. Na komm, Kleiner. Komm. Ich hab keine Lust, so weit zu schießen. Wir waren nicht nach genau zielen. Hey, Buddies. Wortwitz. Tote Körper. Da hinten liegen, glaube ich, zwei Schlangen. Ja, ich kann sie von hier aus sehen. Oder das sind die, die wir erschossen haben. Das kann es natürlich auch sein. Nein, das sind zwei neue. Meinst du? Ja. Ja, die sehen recht neu aus. Okay, ich gehe vor. Ist übrigens schön, dass du deine Taucherbrille noch aufhast. Das gibt dem Ganzen so einen gewissen Schatten. Ich habe sonst keine andere Kopfrüstung gerade. Warte. Zwei Schläuche, drei zwei und ein Dungbeetle. Ja, der tut uns ja nichts, wenn wir ihn in Ruhe lassen. Alter. Guck, wie viel Spinnenkram da oben los ist. Oh ja. Das ist nützlich, du tötest ein Tier und siehst dann, wie viele sich da oben überhaupt aufhalten. Das hätte ich sonst überhaupt nicht gesehen, dass da so viele sind. Jetzt kannst du sie nach und nach alle rausnehmen. Irgendwann triffst du sie natürlich nicht. Nee, triffst du natürlich die Lebenden nicht mehr, weil so viele Tote liegen. Ja, aber Tote fangen ja keine Pfeile mehr ab. Du siehst einfach noch nicht mehr. Boah, sind immer noch doch, so doch, viele. Tote Körper fangen auch echt? Pfeile ab, ja. Dürfte jetzt noch eine sein. Zwei. Zwei. Drei sind es noch. Nein, nicht hoch genug. Ja, maybe zu hoch. Bleib da. Wir haben eine ziemliche Agro-Reichweite. Treffer. Die erste, die zweite wird jetzt erstmal futtern wollen. Oder herkommen, eins von beiden. Futtert schon. Ich sehe sie durchs Fernglas. Ja, die frisst. Die ist beschäftigt. Oh, ich bin aufgelevelt. Ja, kein Wunder. Ich werde diesmal auf Leben skillen. Obwohl, Resistenz ist, glaube ich, besser, ne? Ja, skill mal auf Resi. Resi ist immer gut. Habe ich jetzt 10% Resistenz. Das ist mir gar nicht mehr so Alter, verkehrt. Da zappelt noch einer. Sieh doch deinen Arsch nicht bewegen, Schnuckelchen. Zack. Jo, hab's gesehen, wie sie down gegangen ist. Kann die Schlange bitte mal schneller fressen? Das dauert ja ein halbes Jahr. Wenn der Körper davor liegt, treffe ich die doch nicht. Oder? Nein, du hast die andere getroffen. Ja. Es ist das Problem, wenn der Körper davor liegt, dann treffe ich die nicht. Aber oben bei den Spinnen regt sich nichts mehr, ne? Nö, das ist alles platt. Na gut, ein mehr aus Toten. Sag mal, jetzt frisst deinen Kollegen doch mal bitte schneller. Oh, ich geh ihm mal helfen. Kriegst jetzt einen Pfeil im Kopf. Meine Güte, Mädel, du bist mir zu langsam.
Komm hier. Oh, so eine schöne weiße. Komm her, beautiful. Der hat gesessen. Oh, da kommt noch eine. Aus dem Stein gebackt. Hm? Komm her, Kumpel. Schön, wie du sie totkrittest. Ja, wenn sie direkt auf mich zukommt, treffe ich natürlich den Kopf. Hey, beautiful. Oh, ich wünschte, die Leichen wären weg. Oh, das lässt sich ja machen. Bin vielleicht doch ein ganz klein bisschen phobisch. Ist ja okay. Überphobisch. Ist ja okay. Also, ihr seht gerade mich in meiner absoluten Hassposition in der Nähe von Schlangen. Die hier ist schön gestorben. Noch zusammen, liegt noch zusammen. Die können teilweise richtig gute Items tragen, aber ich lass dich jetzt nicht ins Inventar gucken, du müsstest ja nah ran. Das bitte ich euch alle zu entschuldigen. Mit Phobien spielt man nicht. Nee, das ist wirklich so eine Sache, boah. So, und das holt man aus 3 Schlangen raus. Das ist ordentlich. Vor allem ordentlich Primate. Oh ja. So, jetzt werfen wir mal einen Blick hier rüber. Ich glaube, das ist der Weg, den wir eben nicht gegangen sind. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist eine relativ kleine Endhöhle, die wir gefunden haben. Oh, der Dungbeetle ist so süß. Guck mal. Oh ja. Der ist so niedlich, aber ich krieg das Tame bei denen einfach nicht auf die Reihe. Ich weiß doch nicht, wie wir den hier rausbekommen sollten. Ja, das auch. Wie willst du den zum Schwimmen bringen? Vor allem zum Tauchen bringen. Das arme kleine Tier. Hier müsste ich mit Leichen eigentlich alles geködert haben. Oh ne, da hinten liegen Schlangen. Bleib unten. Da liegen ziemlich viele Schlangen. Ungefähr, ich glaube, mindestens 3, vielleicht sind es 5. Ich zähle 2 Köpfe. Ja, vielleicht hat er mich auch total verguckt. Außer da enttarnt sich jetzt noch eine. Da kommt eine. Oh. Ich danke. Obwohl ich jetzt natürlich einen Pfeil auf der Sehne habe. War so irgendwie so, ja. Ja, einfach wegdrücken. Traust dich dran vorbei? Jetzt hast du mich dran erinnert. Ich habe mich schon gewundert, warum du so nah dran vorbeigegangen bist. Oh Gott. Alles gut, sie sind tot, sie bewegen sich nicht mehr. Oh, über uns muss irgendwie ein Bronto oder sowas sein. Oh ja. Ich höre so buff. Am Takt der Schritte kannst du sagen, was für ein Dino es ist. Wenn es, Das ist wirklich so ein Tausendfüßler. Wo? Der ist in dem Stein drin. Du siehst ja, wenn der Stein noch nicht gespawnt ist. Ah. Ah, dann sind wir jetzt zurückgegangen. Ja. Ich bin verwirrt. Ja, lass uns nochmal die Richtung gehen. Soll ich ihn da rausholen? Können wir machen. Ist ja schon ein trauriges Dasein, ne? Natürlich wird er sofort erstmal anfangen, hier rumzuspucken. Schießen ja so ein gelbes Sekret. Oh Mann. Ja, wenn er wirklich da wäre, müssen wir jetzt schon Enrage gehen. Stopp. Da ist er. Er ist dahinter. Ich sehe ihn auch, ich habe ihn im Visier. Pleura. Oh, ich hasse die Dinger, die sind echt so mega eklig. Centipede. Die sind echt so mega eklig. Dann lass uns mal den Gang gehen, den wir gerade nicht gegangen sind. Oh. Vor denen habe ich ein bisschen Phobie, weil ich die mega eklig finde. Ich nehme jetzt nicht den Stein hier mit. Nee, ist ja okay. Aber da ist wahrscheinlich immer noch einer drin. Nee, aber nur einer. Ich hab's gesehen. Ja, die meisten Fans spawnen hier aber nicht alleine. Jetzt ist aus unserer Tauchtour ungewollt eine kleine Höhlentour geworden. Ja. Aber die Höhle ist sehr schön. Ich finde die Höhlen wesentlich schöner als die Höhlen in der normalen, auf der, The Island. Genau, auf der The Island-Karte, weil da sind die einfach nur dunkel und eng und überall sind irgendwelche Viecher und da sind auch wesentlich mehr Schlangen als hier. Ja, hier sind das einfach nur 1-2 pro Ecke und dann... Hier ist das noch sehr gnädig. Oh, jetzt regnet es wieder in der Höhle. Tatsächlich nicht. Arg will mich verarschen. Das ist alles...
Nicht dran denken, an was für ein Kadaver du vorbeigehst. Jetzt regnet es in der Höhle. Also bei mir nicht. Noch nicht. Ja, jetzt regnet es in der Höhle. Mir ist kalt. Mir noch nicht. Jetzt ist mir gleich kalt. Denke ich mal. Den Doom Beetle lassen wir in Ruhe. Er lässt uns ja auch in Ruhe. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zusammen es schaffen, eine Höhlentour zu machen wegen deiner Schlangenphobie. Aber du machst das eigentlich sehr gut. Ich versuche mich gerade mega zusammenzureißen. Da hinten sitzen, glaube ich, Spinnen. Der Regen macht es gerade echt schwer, das zu sagen, ob hier irgendwas sitzt oder nicht. Ich glaube, da hinten sind Schlangen. Ja, da liegen Schlangen bei den Kristallen. Wenn etwas riesen in einer Höhle riesengroß aussieht, dann sind es meistens Schlangen. Weil es sind so mit Abstand das Größte, was hier rumreint. Nummer 1. Wo Level die haben, sind 3 Stück noch. Ja, jetzt wird's. Dummerweise wird es jetzt gerade mega dunkel. Mega dunkel und ich sehe fast nichts. Alter, gehen die auf den Totenkörper ab. Das gibt dir Genugtuung, ne? Ja, das ist genau das, was ich gerade brauchte. Vor allem bin ich froh, dass ich mittlerweile beim Schießen wesentlich besser geworden bin. Übung macht's. Eine Araneo. Ist noch eine Spinne und 2 Schlangen, wenn ich richtig sehe. Im Bogen ist es immer schwer, die richtige Höhe zu finden, dass man trifft. Ich kann leider den Aufprallort nicht sehen. Sonst würde ich dir sagen, höher, tiefer. Eigentlich ist es korrekter, länger oder kürzer. Ja, klar. Länger oder kürzer. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Ach, was weiß ich gerne, beim Nahkampf ist mir jetzt egal. Näher ran, die sind eh noch beschäftigt. So. Da ist wieder Wasser, wir können gleich wo weitertauchen. Da liegt noch eine und beißt rum. Ich kann sie sehen. Ja, ich sehe den Schweif zucken. Oh, da kommt sie. Und da starb sie. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn man mal so eine Gruppe Schlangen erwischt, kann es immer mal passieren, auch bei The Island, dass Schlangen auch mal von der Decke fallen oder aus der Decke kommen, weil in The Island ist das relativ einfach ersichtlich, da sind die Wände relativ, ich nenne es mal lückenhaft gestaltet. Also sie sind sehr brüchig und ja. Dadurch kann man sich gut erklären, dass die Tiere halt auch... Sicher, dass wir nicht von hier gekommen? Ja, sehr sicher. Okay, dann tauchen wir jetzt weiter. Und ich hoffe, da wartet nichts Böses. Ich wechsle mal wieder auf meine Armbrust. Warum ich auf meine Armbrust wechsle, für Leute, die es jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, nicht jede Waffe funktioniert logischerweise unter Wasser. Zum Beispiel Amethys Gewehr funktioniert nicht unter Wasser und mein Combaumbow kann ich unter Wasser natürlich auch schlecht ziehen. Deswegen müssen wir da wechseln. Genau, und die Armbrust funktioniert wie eine Harpune. Zu Amethys Glück, unter Wasser gibt es natürlich keine... Ich sehe nur einen Coal gerade da vorne. Huch. Ist gerade sehr tief. Ich dachte, das wäre hier tiefer. Hier ist auch der Eingang erst zum Unterwasser-Ding. Wobei man sagen muss, die Schwimmanimationen der Schlangen in Ark sind unglaublich überzeugend und ja. Deswegen freue ich mich auf den Aal. Ich glaube, sie haben zu oft den Film Anaconda geguckt. Ach Gott, bitte nicht. Okay, wir kommen jetzt in irgendwas. Ich tauche auf. Wir sind draußen. Ich kenne das nicht. Wo? Ich weiß sogar genau, wo wir sind. Echt? Ja, das ist unsere Nachbarinsel. Echt? Obwohl? Das Ding leuchtet nicht. Obwohl, klar, es leuchtet ja auch nur nach außen. In unsere Richtung leuchtet das ja nicht. Das ist unsere Nachbarinsel.
Weil vor unserer Nachbarinsel gibt es so eine Stelle, wo es rausgeht. Die habe ich mal gefunden. Also sind wir jetzt im offenen Meer? Ja, wir sind jetzt im offenen Meer.